Servus Freunde und willkommen zurück bei der Shisha-WG. Ein Tabak, den ihr euch sehr häufig gewünscht habt, den ich doch endlich mal reviewen soll, war der Mr. John von Holster. Und deswegen kommt da heute das Review zu. Sollte euch das Ganze gefallen, gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da lassen. Jetzt viel Spaß beim Review. So, da bin ich wieder mit dem Mr. John von Holster. Ihr wisst das ja, Leute, den Eiskaktus habe ich ja schon wirklich abgöttisch gefeiert. Und heute kommt die nächste große Hype-Sorte, könnte man fast sagen, von Holster. Und zwar der Mr. John. Unter Mr. John kann man sich ja erstmal nicht so viel vorstellen, deswegen erstmal kurz, was soll da überhaupt drin sein? Es ist ein Ananas-, Zitrone- und Pfirsich-Tabak und soll auch an eine Eissorte aus der Vergangenheit erinnern. Ich kenne das Eis allerdings nicht, keine Ahnung, wie das geschmeckt hat oder immer noch schmeckt, falls das noch gibt. Ich kenne es wirklich nicht, ich habe es, glaube ich, nie gegessen, vielleicht irgendwann mal, aber ist mir auf jeden Fall nicht in Erinnerung geblieben. Als erstes blende ich euch da mal kurz den Kopfbau ein. Ich habe das Ganze in dem Casar Arras gebaut. Das war auch der erste Kopf, den ich da drinnen gebaut habe. Das Ganze ausnahmsweise mal auf Abstand gebaut. Ihr seht Schnitt und Feuchtigkeit, Leute. Absolute Perfektion, wunderschöner, heller Virginia-Tabak, Feuchtigkeit perfekt aufgenommen, keine überschüssige Molasse in der Dose, kaum Ästchen am Start, wirklich ganz, ganz wenige und einfach ein wunderschöner, feiner Schnitt, der sich sehr, sehr angenehm in so ziemlich jedem Kopf bauen lässt, den ich da habe. Ich habe das Ganze auch schon häufiger in dem Holster Funnel geraucht, da lief er auch wunderbar, sowohl im Vollkontakt als auch im Abstandsetup. Ich habe sowohl den großen als auch den kleinen Holzerfunnel und in der Mami Bowl habe ich das Ganze auch schon geraucht. Da lief er auch wunderbar. So, jetzt erstmal viel Lob für den Mr. John, aber einen kleinen Kritikpunkt muss ich dann doch noch bringen. Und das ist der Preis, 17,90 €. Das ist wieder einer der Tabaksorten, die jetzt auf 18 € gehen. Es ist ein bisschen schade, dass wir mittlerweile bei den 18 € angekommen sind. Allerdings kann man das Ganze halt verkraften, wenn die Tabakqualität dementsprechend super gut ist. Also, Name, Verpackung, alles drum und dran, Schnitt, Feuchtigkeit, soweit schon mal sehr, sehr gut. Ich würde sagen, wir kommen dann als nächstes mal zu dem Geruch und gucken mal, ob der Tabak auch nach dem riecht, was da drin sein soll, sprich Ananas, Zitrone und Pfirsich. Also, was direkt krass im Vordergrund ist, ist die Ananasnote. Die erinnert allerdings nicht an so eine natürliche Ananas, sondern eher an so eine... Ich habe das bei Dölit gesehen im Video und er hat das sehr, sehr gut getroffen an diese eingelegte Ananasnote. Ne? Also ihr kennt das ja bestimmt, diese Einmachgläser mit Ananas, mit den Scheiben, Stückchen, wie auch immer. Es kommt wirklich verdammt nah daran. Also ich glaube, wenn man dem einen oder anderen nur so einen Hauch davon geben würde, der jetzt nicht direkt an Shisha-Tabak riecht, der würde wahrscheinlich auch an diese Ananasringe in dieser Blechdose denken. Ist sehr, sehr interessant. Ich fand die eigentlich immer ganz lecker. Ist halt ein bisschen mehr für Faule. Ne? Musst du nur aufmachen, fertig ist es, Ananas schneiden und so. Ist ja immer ein bisschen stressig. Aber das kommt so auf jeden Fall wirklich gut rüber. Hat der Dülle da auf jeden Fall gut erkannt. Muss ich auf jeden Fall loben. Zitrone, schwieriges Thema oder... Noch weniger schwieriges Thema als Pfirsich, aber da kommen wir gleich zu. Die Zitrone ist da, aber sehr im Hintergrund. Das ist eher so eine saure, frische Note, die da bei der doch sehr, sehr süßen Ananas mitschwingt. Die Pfirsichnote, ja, die vermisse ich so ein bisschen. Also, ich rieche sie jetzt auf jeden Fall nicht direkt raus. Vielleicht ist das Ganze ja im Geschmack anders. Ich muss aber auch dazu sagen, Pfirsich ist ja meistens eher ein Flavor, der ein bisschen weniger intensiv ist. Vor allem jetzt im Vergleich zu Ananas und Zitrone. Die sind ja meistens deutlich intensiver als so eine Pfirsichnote. Als nächstes schauen wir uns mal den Rauch an. Bedenkt bitte, ich habe gerade schon das Review zu dem, nicht das Review, aber den Ersteindruck und das Unboxing zum Casar Arras gedreht. Sprich, der Kopf läuft schon ein bisschen länger. Es sind zwei Kohlen oben drin, wie die Jungs von Casar das auch empfehlen. Ich ziehe mal dran, ich habe jetzt wieder ein paar Minuten nicht gezogen. Mal gucken, wie das Ganze qualmt. Kann aber auch dazu sagen, am Anfang hat es echt gut gequalmt. Gerade für einen Abstandszettel war das erstaunlich gut. Ja, okay. Ich sag vorher noch so, ah, der ist schon ein bisschen an und so, ne? Ja, Rauch ist immer noch tipptopp, ihr seht das ja. Ja, also bei der Rauchentwicklung kann man sich auf jeden Fall nicht beschweren. Läuft absolut wunderbar angenehm, ja. Kein Drücken, kein Kratzen, wirklich gar nichts. 1A Rauchverhalten.
Wie ist das Ganze im Geschmack? Der wichtigste Punkt und der abschließende Punkt immer für die Reviews. Also die Zitronennote kommt auf jeden Fall besser rüber als im Geruch. Die Ananas ist allerdings immer noch stark im Vordergrund. Die Ananas schmeckt auch immer noch nach dieser eingelegten Blechdosen-Ananas, was ich sehr, sehr geil finde. Es ist definitiv mal eine andere Ananassorte. Pfirsich immer noch sehr, sehr stark im Hintergrund. Also so ein ganz leichter Geschmack im Abgang von Pfirsich, aber wirklich nicht viel. Nur ganz, ganz dezent gehalten. Ich weiß nicht, wie das Mischverhältnis von den Flavoren in dem Eis da war. Vielleicht ist das ja ganz genauso. Er hat noch so eine sehr eigene Note. Und die Meinung in der Community ist sehr, sehr gespalten, was den Tabak angeht. Ich kann dazu sagen, die Dose ist jetzt halb leer. Bei den ersten Köpfen war ich auch noch so, weiß ich nicht so genau, ne? Muss ich mal gucken. Und jetzt, desto mehr ich ihn rauche, desto mehr will ich ihn auch rauchen. Also genau dasselbe Syndrom, das ich auch bei dem Eiskaktus hatte. Beim ersten Kopf dachte ich mir noch so, weiß nicht, ob das so meins ist. Und dann war nach 2-3 Tagen einfach die Dose leer. Also krass. Der Mr. John hält jetzt zwar schon länger, aber nichtsdestotrotz ein wirklich sehr, sehr guter Tabak. Ich mag ihn. Ich kann aber auch verstehen, was die Community meint, wenn sie sagen, da schmeckt irgendwas komisch. Er hat so eine parfümige Note, aber parfümig jetzt nicht so negativ gemeint. Aber er hat so eine eigene Note, die mit dabei ist. Und ich denke, entweder gefällt die einem oder nicht. Mich stört sie nicht, ganz im Gegenteil. Ich finde es cool, es ist mal ein anderer Ananas-Tabak. Es ist nicht so diese Standard-Ananas-Sorte, die jeder hat. Es ist wirklich was ganz Eigenes. Also Rauchentwicklung, tipptopp. Dosendesign wie immer bei Holster, super cool. Schnitt und Feuchtigkeit passt absolut. Das Einzige, es könnte ein Euro weniger sein, aber da der Rest komplett stimmt, ist das auch wieder okay. Also alles in allem auf jeden Fall ein sehr, sehr leckerer Tabak mit einer Top-Qualität und einer schönen Aufmachung, wie man das halt von Holster so gewohnt ist. Ich finde ihn auf jeden Fall lecker. Lasst mir gerne mal eure Meinung zu dem Tabak unten in den Kommentaren da und ansonsten einen Daumen nach oben oder ein Abo da lassen, wenn es euch gefallen hat, und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, eure Shisha-WG.